Freunde, was mache ich hier? Es ist 5 Uhr morgens, 3 Grad haben wir es und wir starten gerade hier zu einer Fahrradtour im Münsterland. Damit herzlich willkommen. Und wir, das ist hier der Sebastian, der die tolle Idee hatte. Da versteckt er sich im Dunkeln sozusagen. Guten Morgen. Und ich hier das Boro. Wir starten hier in Havixbeck eine kleine Tour durchs Münsterland. Und das Tolle ist, ich starte vor der eigenen Haustür, da starten wir. Und ich weiß gar nicht, wo es lang geht, weil der Sebastian hat mich eingeladen hier zur Early Bird Tour. 5 Uhr starten, vor 2 Wochen dachte ich mir, ja, tolle Idee, früh los und so was, den Sonnenaufgang gucken. Und jetzt denke ich mir, gut, dass ich dicke Handschuhe dabei habe. Aber nicht lange schnacken, jetzt hier Handschuhe anziehen und los geht's. Ja, gerade erst losgefahren, jetzt schon hier Kilometer 7 und wir wollen natürlich hier die Sehenswürdigkeiten auch präsentieren, auch wenn man den Dunkeln wahrscheinlich gar nicht sehen kann, aber Sebastian hat hier neues Fernlicht an seinem Fahrrad, von daher, sehr gut, guck mal hier, der höchste Punkt im Münsterland mal ganz anders betrachtet im Dunkeln und vor allem keine Leute hier, da muss man beim Film auch nicht aufpassen, dass irgendwelche Kinder durchs Bild laufen, das haben wir super geplant hier, beziehungsweise, ich habe am Anfang gerade schon gesagt, hier, Sebastian hat mich eingeladen, er hat gesagt, ja, eigentlich wäre das meine Idee gewesen. Und stimmt, jetzt zu fahren, heute zu fahren, war meine Idee. Er dachte mehr im Sommer. Genau. Aber so ist das, ne? Dann denken wir uns halt den Sommer, ziehen uns mal Handschuhe an und würde sagen, weiter geht's und gleich kommt der schöne Sonnenaufgang. Aber es ist schon interessant, ich meine, die Kamera sieht noch besser als ich im Dunkeln. Im Nachtsichtmodus. Kilometer 14, jetzt hier 6 Uhr, eine Stunde unterwegs. Wir haben noch 1,5 Stunden bis zum Sonnenaufgang. Warum sind wir eigentlich so früh losgefahren dann? Sebastian hat noch keine Erfahrung mit Tourenplan und hat sich wahrscheinlich an der Original Devils Fahrzeit orientiert, also 6 km/h die Stunde. Und dann wären wir zum Sonnenaufgang hier angekommen in 1,5 Stunden. Egal, erstmal Kaffee trinken. So, ein bisschen Akkuvergleich jetzt mal hier. Bei mir ist auch schon ein Balken weg. Ist ja auch echt kalt bei 3 Grad morgens und bei dir. 80% ist dann ja ähnlich, ne? Dass wir beide jetzt hier 20% Leistung eingebüßt haben, die wir noch zur Verfügung haben, aber soll wohl reichen. Ne? Was hast du insgesamt geplant? Was waren das? 40 Kilometer? Circa, ja. Ja. Das heißt, wir machen erstmal ein Päuschen und warten darauf, dass es hell wird und machen einen kleinen Stehkaffee, denn eine Bank haben wir jetzt im Dunkeln auch nicht gefunden. Ja. Das fängt ja gut an mit uns beiden hier. Doch. Tippitoppi. Die Sonne geht langsam auf, ist ja auch schon, ich glaube, 6:30. Und wir sind jetzt hier am nächsten Highlight angekommen bei unserer Tour heute Morgen, bei der Early Bird Tour. Und zwar beim Vertikalwindrad hier in der Nähe von, wo ist das hier, Darup? Rohrup, genau. Also deine Heimat sozusagen. So mein alter Heimat, wo du herkommst. Genau. Und ich habe gerade schon wieder richtig was gelernt hier, nämlich über Windräder. Ich hatte es, glaube ich, schon vor ein paar Videos mal erzählt, als ich hier lang geradelt bin. Am Anfang, als ich ins Münsterland gezogen bin, wusste ich gar nicht, was das Ding hier soll. Vertikalwindrad hatte ich so auch noch nie gesehen. Und du bist ja da ein bisschen mehr im Thema. Genau. Und sagst, die gibt es auch gar nicht so oft, ne? Nee, 3 Stück meines Wissens nach. Eins steht hier, 2 stehen in Spanien. Das Ding wurde hier in den 90er Jahren mal hingefahren, lag jahrelang hier oben im Gras, bis er dann genehmigt wurde. Und ja, dann wurde es irgendwann aufgestellt, aber läuft schon seit langem nicht mehr. Und das Besondere ist ja halt, dass hier sich nicht so ein Rotor dreht wie bei den Windrädern, die man sonst so kennt, sondern dass das ganze Ding sich dreht, hast du gesagt. Ne? Dass genau. Der Generator hier unten im Fuß halt drin ist oder in dem Mast, wie man immer das Ding nennen möchte hier. Dann der ganze Turm sich dreht. Aber hat sich anscheinend nicht durchgesetzt, die Technik, sonst will man ja mehr davon sehen. Ne? Genau. Siehst du, wieder was gelernt hier, noch vor Sonnenaufgang. Ja. Ui, die Räder drehen durch. Keine Traktion. Ups. Die ist ja federnd gelagert. Da habe ich gar nicht mit gerechnet jetzt. Das wusste ich aber auch nicht. Das ist ja. Guck mal hier.
Ja, und jetzt zahlt sich definitiv aus, dass der Sebastian die Tour geplant hat, weil das Ding kannte ich ja auch noch nicht, dass wir hier eine richtige Aussichtsplattform haben, sogar richtig hier mit Stufen nach oben gehen. Und da kann man gucken, kann man wahrscheinlich im Dunkeln schlecht lesen hier, aber sind überall Wegweiser in die Richtung und wie weit man es hat, wenn man da hin möchte. Wo kommen wir denn hier hin? Süden. Dortmund, 40 Kilometer. Ja, das ist doch gut. Dortmund hört sich gut an. Da klingt nach einem Plan. Und wenn ihr auch mal hier hin wollt, wir sind jetzt hier in Rohrup. Das finde ich auch wieder klasse, ne? Wenn Leute so ein Hobby haben, hier so eine Windmühle zu bauen und hier richtig mit Wasserrad. Tippitoppi. Da hätte ich auch Bock drauf, hier sowas mal über mir im Garten zu bauen, aber ich kann das nicht. Ne? Ich bin da einfach zu ungeschickt für. Und ich bitte immer sage, ich bin ja feiner Mechaniker, obwohl ich gar kein feiner Mechaniker bin, aber für solche Sachen da ist es nicht fein genug. Hast du da Talent für? Kannst du sowas? Ja, glaub's nicht. Ich glaub's nicht, nee. Muss man irgendwie da muss man die Zeit und Muße für haben, ne? Genau. Aber echt cool. Sehr schön. Ja, mittlerweile haben wir schon 9 Uhr. Das heißt, wir haben gerade ein bisschen Päuschen gemacht. Wie lange waren wir jetzt? Eine gute Stunde bestimmt, ne? Ja, wir waren bei Sebastians Eltern schön Kaffee trinken und aufwärmen. Also richtig, weil wir waren richtig schön durchgefroren. Bei 3 Grad morgens um 5 Uhr sind wir losgefahren. 4 Uhr aufgestanden, eine Tour zu fahren. Ich weiß gar nicht, die Idee. Das müssen wir nochmal überdenken. Genau, und hier vor Rohrup gibt es auch so Findlinge, die sind noch gar nicht so lange gefunden worden. 2017 hier wurde an der Stelle Internet ausgebaut und dabei hat man hier die Findlinge gefunden. Du warst auch dabei, hast du gesagt, ne? Als sie gefunden wurden? Bei dem Linken war ich damals noch dabei. Da war ich, ja. Da war ich noch jung. Und ja, wo der jetzt genau herkam, der Linke, weiß ich nicht. Aber den Rechten haben wir gefunden beim Glasfaser-Einflügen. Und ja, da ist er aufgetaucht. Und erst hat man gedacht, wäre ein kleiner, wurde immer größer. Ja. Ja, cool. Siehst du, und da zahlt sich auch schon wieder aus, ne, mit jemandem eine Tour zu fahren, auch vor der eigenen Haustür, der sich aber richtig auskennt. Ne? Mehr oder weniger. Mal gucken, was du uns gleich noch alles hier präsentierst. Weiter geht's hier Richtung Rohrup City, würde ich mal sagen. Ne? Haus Rohrup. Wichtiges Detail, da ist die Vogelstange vom örtlichen Schützenverein hier. Ja, mittlerweile Kilometer 26. Wir verlassen gerade hier Rohrup. Der Ort hat ungefähr 3.500 Einwohner und halt der Geburtsort hier, die Heimat von Sebastian. Und von daher auch mal ganz interessant, hier mit einem Einheimischen durchzufahren. Sonst ist mir ja nur bekannt hier der bekannteste Einwohner von Rohrup, nämlich der König von Mallorca, der wohnt da. Der Jürgen Drews. Ihr könnt das im Video ja nicht sehen, aber es ist ganz schön frisch an den Finger und ich kann mit Handschuh an, kann ich halt nicht filmen. Darum habe ich die Handschuhe aus. Ja, hätten wir uns mal im Sommer verabredet, ne? Würde ich auch sagen, ja, diesmal. Ja, wir wiederholen das nochmal im Sommer. Kommen wir jetzt hier nach Karthaus und hier gibt es auch eine schöne alte Kirche. Jetzt müssen wir langfahren. Ne? Jetzt fahre ich mal einfach vorweg, egal wo wir lang müssen, in die Kirche gucken.
Ja, liebe Leute, Pause ist vorbei und passend zum Losradeln hat der Regen wieder eingesetzt. Alles richtig gemacht. Ach ja. Immerhin schneit es nicht und es ist nicht glatt. Es kann ja mal noch schlimmer kommen. Wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja klasse aus. Hier war ich auch noch nie. Sehr schön. Kilometer 41 und herzlich willkommen jetzt hier in Nottuln. Keine Hofladen hat auch geöffnet hier. Allerdings keinen Kaffee, sonst steht hier auch gerne mal noch eine Kaffeekanne drin hier, wo man sich einen Kaffee machen kann oder Kaffee nehmen kann. Ja, wir sind schon wieder in Havixbeck hier. Kilometer, was haben wir hier? 46,6. Und radeln jetzt durch die Baumberge. Oh, hier war auch ein bisschen Wasserschaden. Ups, Hände an Lenker. Der war auch schon mal besser, der Weg. Und ab jetzt geht's bloß noch bergab mit uns. Ja, Freunde, das hatte ich auch noch nicht. Das ist eine Tour wegen dem schlechten Wetter, wegen Regen vor der eigenen Haustür im eigenen Carport beenden musste und unterwegs nicht noch ein paar abschließende Worte gefunden habe. Aber da ging heute jetzt nicht anders. Da hat das mal richtig so einen Schauer erwischt. Jetzt ist schon wieder alles hier ruhig. Haben wir uns genau richtig ausgesucht, würde ich mal sagen. Genau, den Schauer auf jeden Fall einmal voll mitgenommen noch zum Schluss. Und wir haben ja unterwegs schon festgestellt, am Anfang der Tour auch gesagt, Sebastian hatte ursprünglich die Idee mit der Early Bird Tour, meinte den Sommer. Und ich dachte, oh, lass mal schnell machen. Ist im Februar vielleicht nicht immer die klügste Idee, aber ich möchte den Tag auch nicht missen. Hat richtig Spaß gemacht mit dir hier heute. Fall. Und haben uns gut verstanden, glaube ich. Ich denke. Unterwegs, ne? Wir lächeln beide noch. Alles gut gegangen, auch mit dem schlechten Wetter. Haben uns auch aufwärmen dürfen bei deinen Eltern. Genau. Ne, nochmal schön Dankeschön nochmal dafür zu Hause bei dir. Mache ich. Und auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich denke, wir werden nicht die letzte Tour zusammengefahren sein. Nee, auf jeden Fall nicht. Nächste Tour wird in Koblenz sein. Koblenz, Community Tour Electric Devils. Genau, wenn euch das Thema interessiert, ruhig mal hier auschecken in der Videobeschreibung, unsere E-Bike-Gang. Sonst sage ich danke fürs Zuschauen. Link für die Strecke stelle ich unter das Video. Den abknickst du deinen Eltern, lasse ich natürlich raus. Dann könnt ihr nicht alles im Kaffee trinken vorbeikommen. Ja, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben da lassen, würde mich freuen. Auch ein paar nette Kommentare. Und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.